Vertreter der örtlichen christlichen Gemeinden und der öffentlichen Verwaltung hatten Grußworte mitgebracht. Der Vorsitzende der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde, Abdullah Uwe Wageshauser, berichtete über die Vergangenheit der Stadt Fulda, die eine vielseitige religiöse Geschichte hat. Ich darf Sie im Namen der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat recht herzlich willkommen heißen. Ich möchte Ihnen bereits jetzt meinen Dank aussprechen, dass Sie zur Grundsteinlegungszeremonie der Bethul Hamid Moschee, was so viel wie Haus des Gepriesenen heißt, erschienen sind. Nach einer Rede, die sich neben dem Neubau auch Themen wie Glaube und Integration widmete, legte Kalif Hadrat Mirza Masroor Ahmad, das weltweite Oberhaupt der AMJ, den ersten Stein. Anschließend setzten Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde weitere Steine, die anschließend zum Grundstein verbunden wurden. Why would you say is the new mosque an important signal for people, Ahmadi people living here? It's an important thing for Ahmadi people. Yes, as I have already said, that the mosque is very important for us because this is the place where we gather together for prayers, for worship, to worship Allah. One God, omnipotent God, and this is the place we can easily come. You know, if you don't have any place to worship, you are just scattered, like lost sheep. So we want to gather all the sheep together, and they come and bow before Allah, before God, and pray 5 times daily. And apart from that, there's the gathering place as well, where we gather. We hold our small functions, some small meetings and other activities, and it is also a point of attraction for the people of the area, and they also come. And if there are any doubts in their minds, so they are also removed by asking questions, you know. Unter anhaltendem Interesse von Gemeinde, Gästen und Medien verabschiedete sich der Kalif von der Fulda Gemeinde. Heute war die Grundsteinlegung. Das sieht alles nach einem sehr symbolischen Akt aus. Was steckt da wirklich hinter? Oder was wollen Sie damit aussagen? Ja gut, das erstmal Symbol ist natürlich, dass eben der Grundstein nicht nur für ein Gebäude gelegt ist, sondern auch für eine Art Neubeginn. Ja? Wir hoffen halt, dass das nicht so der sozusagen der Höhepunkt unserer Integration ist oder unserem Zusammenleben, wie es auch der Herr Pfarrer Fischer sehr schön gesagt hat, sondern dass das eben auch ein Beginn ist. Wir sind jetzt sozusagen, ob wir wollen oder nicht, in der Öffentlichkeit, und das kann man auch als Chance nehmen, um eben auch auf vielleicht auch die Skeptiker, die immer noch irgendwie Angst vor dem Islam haben, auf diese auch zuzugehen, sie einzuladen und noch offener vielleicht zu sein. Also wir versuchen ja auch immer schon auf die Leute zuzugehen, dass wir einfach noch einen Schritt mehr machen können, auch von unserer Seite aus.